Nun kommen als nächstes diejenigen zu Wort, über die wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen haben, nämlich die Unternehmen. Viele Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten. Ob das gelingt, diskutiere ich jetzt mit folgenden Teilnehmern. Das ist zum einen Stefan Seidel, Leiter Nachhaltigkeit bei Puma, Nanda Bergstein, Leiterin Nachhaltigkeit bei Tchibo, Irene Binder, die bei L'Oréal Deutschland für die nachhaltige Transformation verantwortlich ist, Tim Schawert, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Post und Marco Filippi, Leiter Beschaffungsstrategie bei Audi. Ich hoffe, Sie hören mich und ich höre Sie. Ich kann Sie hören. Schönen guten Tag in die Runde aus Ingolstadt. Aus Nürnberg ebenfalls. Hallo aus Hamburg. Und hallo aus Düsseldorf. Und hallo aus Bonn. Super, da sind wir ja weit verstreut über die ganze Republik. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Und weil wir ziemlich viele Teilnehmer sind bei diesem Panel, würde ich gerne vorher noch ein paar Spielregeln festlegen. Also immer am besten ganz kurz und knapp antworten, so kurz wie es geht. Und weil das ja oft auch nicht ganz so leicht fällt, habe ich, damit alle auch mal zu Wort kommen, ein paar sogenannte Blitzrunden eingebaut, die ich dann aber auch kenntlich mache. Und ich würde gerne gleich mit einer solchen starten. Am Anfang der Lieferkette steht der Einkauf, ist ja ganz klar. Und deshalb würde ich gerne von Ihnen wissen, was sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die ein Produkt, das Sie einkaufen, erfüllen muss? Herr Filippi, drei Eigenschaften. Also das klassisch natürlich die Wirtschaftlichkeit, dann auch klassischerweise würde ich sagen das ganze Thema Technik und Qualität und das, worum es heute geht, natürlich das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten, sowohl Umwelt als auch Menschenrechte und Compliance. Frau Binder, wie sieht das bei L'Oréal aus? Nicht viel anders. Also tatsächlich an erster Stelle steht sicher die Qualität und dass die technischen Beschaffenheiten auch zu dem passen, was wir suchen. Es ist nicht so, dass wir dann, wenn wir ein Flugzeug kaufen, obwohl wir übers Wasser fahren wollen. Also das ist definitiv ein wichtiges Kriterium. Das zweite Kriterium ist garantiert die Nachhaltigkeit. Das ist ein wirkliches in unserem Business-System inzwischen verankerter Wert geworden. Und an dritter Stelle keine Frage, auch die Wettbewerbsfähigkeit. Frau Bergstein, Tchibo. Qualität, Umwelt- und Sozialperformance in unseren Produktionsstätten und natürlich auch die Wirtschaftlichkeit, also der Dreiklang am Ende. Herr Seidel, bei Ihnen sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Ich hätte jetzt gesagt, Funktion, Design und Qualität, weil Nachhaltigkeit haben wir schon integriert und sehen wir eigentlich als Selbstverständlichkeit an. Und dann komme ich zu Herrn Schawert, der ja quasi auch Teil der Lieferkette ist, nämlich der Transport von all diesen Produkten. Wir haben gehört, die Wirtschaftlichkeit ist ein großes Anliegen, Herr Schawert. Was tut denn die Deutsche Post, um günstigen und nachhaltigen Transport zu gewährleisten? Also was wir tun, ist, dass wir das beides beurteilen in unserer Entscheidung, wenn wir mit einem Dienstleister zusammenarbeiten. Wir tun das in der Form, dass wir auf E-Mobilität setzen, wenn es um die Distribution von Paketen zum Beispiel geht. Und wir tun es auch in dem Fall, dass wir uns sehr viel Gedanken machen, wie wir unsere Flugzeugflotte zum Beispiel mit synthetischem Fuel in der Zukunft besser betanken können und sicherstellen vor allem, dass wir das modernste Equipment haben, weil das modernere Equipment in der Regel besser für die Umwelt ist. Herr Schabert, jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie setzen auf E-Mobilität und trotzdem wird die Produktion des E-Scooters in diesem Jahr ja, abgeschafft. Also das Tretscooter, das wird nicht Es abgeschafft. Wir haben Tretscooter, einfach, genau. was wir entschieden haben, ist einfach, wir sind kein Automobilunternehmen. Da ist, glaube ich, der Kollege von Audi besser, sondern besseres Unternehmen, um ein Fahrzeug herzustellen. Wir werden aber unsere E-Strategie, wenn es um Distribution geht, weiter verfolgen und erwarten hier auch eine Quote von 100% in der Ausrollung der Pakete. Gerne würde ich mit einer kurzen Einschätzungsrunde weitermachen. Ich würde eine Aussage treffen und dann würde ich Sie alle mal bitten, den Daumen hoch für ich stimme dieser Aussage zu und den Daumen runter für ich stimme dieser Aussage nicht zu senken. Hier kommt die erste Aussage. Die Nachfrage der Konsumenten entscheidet, ob wir nachhaltige Produkte herstellen. Herr Seidel, Daumen runter. Sie stellen also auch nachhaltige Produkte her, die niemand kauft? Nein, wir stellen nachhaltige Produkte her, ob es der Konsument nachfragt oder nicht.
Ja, aber wenn niemand sie nachfragt, dann kann ich sie auch nicht verkaufen. Na, unsere Produkte werden ja schon nachgefragt und wir haben es dann in der Hand zu sagen, ob wir die Produkte nachhaltig herstellen wollen oder nicht. Herr Filippi, Sie hatten den Daumen oben, wenn ich das richtig gesehen habe. Also der Konsument ist da bei Ihnen ausschlaggebend. Also ich glaube, E-Mobilität ist einfach ein gutes Beispiel. Sag ich mal, bei uns ist es wirklich ein komplettes, sage ich mal, Shift im Geschäftsmodell auf eine neue Technologie. Und wenn die von Kundenseite nicht angenommen wird, wäre das natürlich für uns als Unternehmen, sagen wir, überlebensbedrohlich. Und deswegen ist das eben auch für uns so wichtig, dass wir hier einen breiten, ich sage mal, gesellschaftlichen Konsens haben, dass wir das Thema CO2 optimieren wollen. Und da ist einfach das Thema E-Mobilität im Bereich Verkehr und Individualverkehr die beste Lösung. Und da brauche ich den Kunden und auch viele andere, dass hier mitgezogen wird. Die nächste Aussage. Die Boni unserer Einkaufsmanager richten sich auch an der Beschaffung nachhaltiger Materialien aus. Zustimmung oder Nichtzustimmung? Herr Schawert, können Sie Ihren Daumen etwas höher halten? Ich sehe Sie nämlich nicht, weil ich da so einen Balken habe. Ah, super. Also alle richten das aus. Wie sieht das denn konkret bei Ihnen aus, Frau Bergstein? Also wir haben ganz klare Unternehmensziele, was wir mit Blick auf unsere nachhaltigen Materialien erreichen wollen. Zum Beispiel, dass wir im nächsten Jahr 100% nachhaltige Baumwolle in unseren Sortimenten haben und dass das automatisch dann auch entsprechend in den Boni der Manager verankert, weil das für uns einfach ein strategisches Thema ist bei Chio. Frau Binder, wie gestalten Sie das bei L'Oréal? Uns ist das ein bisschen ähnlich tatsächlich. Dieses Jahr haben wir ein neues Programm aufgelegt für die nächsten 10 Jahre und einhergehend mit diesem Programm ist es tatsächlich jetzt auch bei allen Managern verankert, runterdekliniert, auch jetzt schon bei uns im Land, ehrlich gesagt, bis auf die ganze Division runterdekliniert. Also eigentlich hat jeder Mitarbeiter ein grünes Ziel. Okay, Herr Schawert? Er beginnt 22 mit dem Vorstand und wird dann runtergetragen durch die gesamte Organisation. Okay, also das heißt, Sie fangen damit jetzt dann nächstes Jahr an. Noch eine Frage aus dieser Schnellzustimmungs- oder Nichtzustimmungsrunde. Die Lieferkette ist das am schwierigsten zu lösende Nachhaltigkeitsproblem für Unternehmen. Ah, das ist eine schwierige Frage, sehe ich. Herr Schabert nochmal. Aha, okay. Leute, die unentschieden sind. Als erstes mal, Herr Philippi, Sie sagen ja. Warum ist es so kompliziert, die Lieferkette nachhaltig zu gestalten? Also die Lieferkette ist eigentlich der Teil, den wir wirklich nur bedingt beeinflussen können. Also ich habe, sagen wir, noch einen direkten Einfluss auf meine First-Sale-Lieferanten. Das sind die Lieferanten sozusagen, mit denen ich eine direkte Vertragsbeziehung habe. Jetzt sehen wir mal unsere Industrie. Ich habe teilweise bis zu 9 Stufen nochmal darunter. Und da kann ich nur noch indirekt wirken. Das heißt, ich kann natürlich meinen Lieferanten, sag ich mal, vertraglich binden, unsere Standards weiterzugeben. Aber dass das natürlich dann entsprechend durchexerziert wird bis zur Quelle, das ist eine Herausforderung. Vor allem, Sie haben es, glaube ich, vorhin auch intensiv diskutiert beim Thema Transparenz. Wir brauchen einfach eine Transparenz, was passiert wo. Und das eben in Kombination, die Transparenz sozusagen herzustellen und dann nicht immer direkt durchgreifen zu können. Das ist, glaube ich, wenn ich so die Wertschöpfungskette von Produkten angucke, glaube ich, eine der größten Herausforderungen bei der Nachhaltigkeit. Zu dem Thema Transparenz würde ich gleich gerne noch kommen. Frau Bergstein, Sie waren auch so ein bisschen unentschieden. Was finden Sie denn ist ein noch größere Herausforderung in Sachen Nachhaltigkeit für die Unternehmen? Also ich fange mal so an. Natürlich ist Lieferkettenmanagement oder Lösungen zu finden sehr, sehr komplex. Aber es gibt Möglichkeiten, die im Rahmen der Kooperation liegen und die auch natürlich auch im Rahmen der Regulierung liegen. Wir sprachen gerade schon über das Lieferkettengesetz. Ich glaube, die größte Herausforderung ist ehrlich gesagt, eine Bewegung im Mainstream zu schaffen, die wirklich pro Nachhaltigkeit ist. Also wenn Konsum und Verantwortung zusammengeht, ich glaube, dann haben wir sehr, sehr den größten Hebel am Ende des Tages auch bewegt. Herr Seidel, jetzt hat Frau Bergstein das gerade angesprochen, Konsum und Nachhaltigkeit, also wie die Konsumenten letztendlich auch das Thema sehen. Was sehen Sie da bei Ihren Konsumenten so in den vergangenen Jahren vielleicht auch für Veränderungen? Wir sehen schon, dass die Konsumenten in den vergangenen Jahren mehr nach nachhaltigen Produkten fragen. Das heißt, die Sensitivität zu dem Thema ist gestiegen. Das macht sich dann auch bemerkbar in unseren Wholesale-Kunden. Also da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Genau. Super.
Audi hat sich ja auch große Ziele gesetzt, und zwar in den nächsten 10 bis 15 Jahren soll der Verbrennungsmotor komplett auslaufen. Dann gibt es aber diese neuen Probleme, über die wir eben schon gesprochen haben, nämlich Batterien. Da sind viele Stoffe drin, die vor allen Dingen in Entwicklungsländern abgebaut werden. Herr Filippi, wie will Audi denn da sicherstellen, dass Arbeitsbedingungen und Umweltstandards eingehalten werden? Also wir haben, Strategie, die an zwei Enden ansetzt. Das eine ist natürlich, dass wir sagen, mit unseren Lieferanten, weil Audi kauft selbst direkt keine Rohstoffe ein. Das heißt, das wird über unsere Lieferanten bezogen. Und wir haben klare Vorgaben, wie wir uns eine Transparenz in so einer Lieferkette vorstellen. Das heißt, in unseren Lastenheften gibt es auch Vorgaben, wie diesbezüglich berichtet werden muss. Das heißt, wir fordern klare Transparenz unserer, in dem Fall Batterielieferketten, wenn Sie jetzt die E-Rohstoffe wie Kobalt oder Lithium nehmen. Und wir wollen auch ein proaktives Melden, sollte sich hier etwas in der Lieferkette ändern. Weil wie gesagt, bei diesen neuen Stufen, da ist es durchaus so, dass auch mal kleinere Zwischenhändler von einem auf den anderen Tag sich ändern und wechseln. Und das müssen wir natürlich mitbekommen, um dann wieder zu prüfen, ist das jemand, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Also vielleicht auch nochmal Referenz zu der Frage vorher, wie steuern wir unsere Einkaufsmanager? Das eine ist natürlich, dass wir den Quoten vorgeben, Rezyklate einzusetzen etc. Bei uns ist auch das Thema DKI, also Dekarbonisierung unserer ganzen Wertschöpfungskette im kompletten Management und dann eben auch über die Abteilung verzielt. Aber bei uns ist die große Frage eigentlich, mit wem? Also nicht, was kaufen wir ein, sondern von wem und mit wem arbeiten wir zusammen? Und da haben wir ein Tool entwickelt, das nennt sich Nachhaltigkeitsrating. Und da prüfen wir vor jeder Vertragsvergabe jeden Lieferanten, ob er entsprechend unsere Kriterien auch agiert. Und sollte dem nicht so sein, kann er mit Audi keinen Vertrag abschließen. Da sind wir absolut hart. Das ist ein digitales Kriterium. Aber wer kontrolliert denn das? Das muss ich jetzt doch nochmal nachfragen, weil Sie haben gerade schon gesagt, wenn dann so ein kleiner Zwischenhändler wechselt und wir prüfen das dann erst. Aber wer prüft das? Prüft das Audi? Prüft das der Händler, der eins oben drüber ist quasi in dieser neunstufigen Kette? Prüfen Sie das vor Ort? Wie soll das funktionieren? Also in einem initialen Schritt prüfen wir das natürlich gemeinsam mit unserem First Tier, wo ich sage, wir brauchen erstmal eine Transparenz in so einer Lieferkette. Das ist derzeit noch sehr viel Aufwand. Wir nennen das forensische Audits, ja, weil es wirklich so ein bisschen in die Kriminalistik reingeht, weil wir wirklich Wareneingänge von jeder Tierstufe nehmen und danach verfolgen, wo kommt das wiederum her, wo wird das hingeliefert und so weiter. Und dann haben wir aber allerdings nur einen, ich sag mal, Schnappschuss zu einem Status X. Und dann müssen wir jetzt natürlich in die, Position kommen, Veränderungen nachvollziehen zu können. Da hatte ich gesagt, wir verpflichten alle in unserer Lieferkette, uns Veränderungen zu nennen. Ja, das ist aber sozusagen jetzt nur das Prinzip sozusagen, dass das auch befolgt wird. Das andere ist das ganze Thema Technologie, dass wir aktiv daran arbeiten, über diverse Technologien wie Blockchain-Projekte, also sind wir in branchenübergreifenden Initiativen aktiv, um eben eine Nachverfolgbarkeit über Technologie, eben Transparenz herzustellen. Und das Beste ist eben dann Transparenz in Richtung Nachverfolgbarkeit, sogenannte Traceability. Das heißt, dann könnte ich jedes Produkt nachverfolgen, weiß, durch welche Hände es gegangen ist. Und dann kann ich bei Bedarf entsprechend einzelne Lieferkettenteilnehmer entfernen, sollten sie nicht unseren Standard entsprechen. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, sind wir noch nicht komplett am Ende, weil die Technologie in der Breite noch nicht verfügbar ist. Und sie muss auch angewendet werden können. Ja? Und zwar eben teilweise auch bei Kleinstminen, die unter Umständen auch bei solchen Themen erstmal eine Schulung benötigen, sowas nutzen zu können. Frau Bergstein, Tchibo hat ja auch ein sehr breites Sortiment. Das ist ja schon längst nicht mehr nur der Kaffee. Wie handhaben Sie das bei Tchibo, diese Transparenz in der Lieferkette herzustellen? Genau, also wir sind eigentlich mit einer Hebellogik vorgegangen. Das heißt, wir haben schon seit etlichen Jahren einen hohen Anteil an zertifizierten Materialien in unseren Sortimenten, was Baumwolle, Holz, Viskose und Kaffee betrifft. Diese Zertifizierungen geben natürlich nicht eine hundertprozentige Garantie auch für Traceability und deswegen sind wir auch jetzt gerade dabei, das alles in ein digitales Tool zu überführen, dass wir einfach einen viel deutlich besseren Überblick über die Rohstoffströme bei uns in der Lieferkette haben. Abgesehen davon kontrollieren wir natürlich die Fabriken, in denen wir einkaufen, sehr intensiv. Wir schulen sie auch sehr intensiv.
und versuchen in Summe eigentlich auch über das Thema Kooperation und Partnerschaftlichkeit so viel Sicherheit wie möglich in unsere Lieferketten zu bringen, weil das ist am Ende ist das aus unserer Erfahrung eigentlich wirklich das, was die besten Standards bewirkt. Also Kontrolle und Traceability klingt erstmal toll auf den ersten Schritt und ist auch wirklich wichtig. Aber wenn es um die Frage geht, wie verändert sich die Umwelt und die Sozialperformance im positiven Sinne, muss man sowieso in Partnerschaften und eigenen Programmen und Trainings und Schulungen denken. Also das kommt automatisch. Das ist ja auch ein Punkt, den gerade eben Frau Kempfert schon im Vorfeld angesprochen hat, nämlich dass nicht die Unternehmen, die sich jetzt wirklich Mühe geben, dann im internationalen Wettbewerb hinten anstehen. Herr Seidel, wie nehmen Sie das wahr? Unternehmen, die vielleicht nicht so viel machen, um die Nachhaltigkeit der Produkte zu garantieren, haben Sie das Gefühl, dass da Puma dann ins Hintertreffen gerät, weil andere günstiger produzieren können? Nein, das glaube ich nicht. Also in unserer Industrie, muss man sagen, ist das Thema ja schon seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung, gerade jetzt was Transparenz in der Lieferkette betrifft, was insbesondere auch Sozialstandards betrifft. Und alle großen Mitbewerber haben eigentlich da schon relativ fortgeschrittene Programme mittlerweile implementiert. Wir arbeiten auch mit unseren Mitbewerbern in Branchenlösungen zusammen, beispielsweise der Fair Labor Association oder auch der Fashion Charter for Climate Action, um jetzt mal auf die Umweltkomponente zu gehen. Also sicherlich vielleicht kleinere Bewerber am Markt können da so ein bisschen im Windschatten segeln, aber wir sehen jetzt hier keinen Wettbewerbsnachteil. Herr Filippi, nochmal zum Thema Batterien und Audi. Sie haben ja gerade gesagt, es ist tatsächlich ja auch nicht so leicht, das alles zu kontrollieren bis wirklich auf die niedrigste Ebene. Ist nicht auch vielleicht so ein bisschen das Problem, wenn wir jetzt von Minen, die zum Beispiel in Afrika liegen, uns überlegen, dass vielleicht auch chinesische Unternehmen kommen und sagen, hey, komm, wir nehmen das auch so ab. Und ich meine, die chinesischen E-Auto-Bauer sind ja eh schon eine große Konkurrenz. Also ich glaube, jetzt da in die Mechanismen einzusteigen des Marktes in Afrika, sozusagen, wenn wir das nicht abnehmen, nimmt jemand anders ab. Ich glaube, an der Stelle ist eben unser Commitment auch trotzdem zum Beispiel aus dem Kobalt, aus dem Kongo Kobalt zu beziehen, was wir derzeit eben nicht direkt tun, aber eben über unsere Lieferanten. Ein wichtiges, weil wir natürlich auch nicht sagen, wir können uns komplett sozusagen vor Ort zurückziehen. Wir haben auch über, sagen wir, die Volkswagen-Gruppe entsprechende Initiativen vor Ort, die eben dann auch, kleine Minen befähigen, entsprechend mit unseren Standards dann zu arbeiten. Derzeit beziehen wir noch kein Material aus diesen Minen beziehungsweise über unsere Lieferanten, aber perspektivisch wollen wir natürlich schon, dass auch in den Bereichen wir Standards setzen können und dann natürlich auch als Abnehmer agieren. Aber wie gesagt, das ist ein Prozess, in dem wir aktiv auch mit anderen Mitwettbewerbern unterwegs sind. Und ich glaube, dass sozusagen das Feld komplett anderen zu überlassen, so wie Sie sagen, würde die Situation vor Ort nicht verbessern, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier vor Ort aktiv sind und auch unsere Standards entsprechend vermitteln und versuchen auch umzusetzen. Hier kommt eine Zuschauerfrage rein. Vielleicht kann Frau Binder die beantworten. Was sind typische Metriken zur Beurteilung der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit von liefernden Unternehmen? Wie messen Sie die? Also soziale Aspekte zum Beispiel messen wir zum Beispiel auch, das ist auch ein Projekt, dass wir Solidarity Sourcing machen. Das heißt, dass auch Menschen, die sonst nicht so direkten Zugang zum Arbeitsplatz haben, zum Beispiel behinderte Menschen, da eine Chance haben, zum Arbeitsplatz zu kommen. Einfach Anzahl der Beneficiaries in diesem Fall ist dann die KPI bei so etwas. Wenn es um Nachhaltigkeitskriterien geht, ich glaube, so ein ganz einfaches Kriterium ist sicher so eine FSC-Geschichte, dass alle unsere Werbematerialien, die in irgendeiner Form aus Pappe Papier sind, FSC-zertifiziert sind. Ähnlich ist es ja auch bei Licht. Manchmal hat man bei Werbematerialien auch Licht dabei, dass es LED-Lichter sind. Also da gibt es ja schon einige Kriterien. Das ist natürlich jetzt sehr spezifisch von Branche zu Branche, die man da heranziehen kann.
Ein Zuschauer wirft hier nochmal ein, das finde ich sehr interessant. Er sagte, er hätte in Indien jahrelang eine Firma auditiert und das hätte auch alles ganz gut ausgesehen. Aber dann kam der Wasserlieferant für die Firma und da hätte dann ein 14-jähriger Junge das Wasser quasi dort abgestellt für die Firma. Und da hängt ja auch immer noch mehr hinten dran. Kann man das überblicken? Wie schätzen Sie das ein? Vielleicht Herr Schabert. Ich glaube, es ist schon, ich glaube, die Standards in anderen Ländern dieser Welt, die sind einfach anders. Es ist nicht so, weil andere Länder sind, sondern weil auch andere Konzepte dort sind, wie die Wertschöpfung in der Gesellschaft aufgebaut ist. Und man ist in Indien, man ist auch in Teilen von Afrika, in China, trifft man manchmal Sachen, die man in der Form hier nicht treffen würde, wo man sagen würde, das passt jetzt nicht ganz zu dem, was wir uns vorstellen. Und ich glaube, da hilft wirklich nur in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten, dass man dort versucht, halt Wege zu finden, darauf aufmerksam zu machen, auch die Wichtigkeit darzustellen, dass das für einen selber als für das Unternehmen eine sehr wichtige Sache ist, dass man das ändert, um so zusammenzuarbeiten. Ich glaube, man kriegt das ganze Thema sowieso nur über eine Kooperation mit Kunden und Lieferanten einigermaßen gesteuert und ist eine Sache, die auch länger dauern wird aus meiner Sicht, weil sie halt immer wieder auch Veränderungen haben, die sie manchmal auch zwingen, Wege zu gehen, wenn es um Transporte geht zum Beispiel, wo sie den Ausstoß von CO2 nicht als ihr erstes Kriterium nehmen, sondern einfach nur froh sind, wenn sie Transportkapazitäten bekommen, um etwas von A nach B zu bewegen. Eine Frage an Frau Binder hätte ich noch, und zwar, Sie haben eben das Nachhaltigkeitsprogramm von L'Oréal angesprochen, das Sie festgeschrieben haben. Und da steht, dafür, Entschuldigung, wir setzen uns dafür ein, dass die, ich zitiere, Politik unserer Zulieferer im Bereich der nachhaltigen Entwicklung ebenso ehrgeizig ist wie die unsere. Was bedeutet das denn? Ja, wir haben uns jetzt natürlich auf die Fahne geschrieben, im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir uns sehr um uns selbst gekümmert haben, tatsächlich auch unser Ökosystem mit einzubeziehen. Da gehören die Lieferanten mit dazu, genauso wie unsere Retailer, also unsere Kunden oder Konsumenten. Und wenn Sie jetzt speziell nach den Lieferanten fragen, das ist so ein Zweipfeiler-System, was wir da haben. Das eine ist, ja, auch mit Pflicht zu kommen. Also wir haben auch ein Ethical Commitment Letter, der unterschrieben werden muss und woraufhin wir dann das Recht zu der ganzen Auditierung haben, was wir natürlich auch alles machen. Und auf der anderen Seite ist es viel anzubieten, weil manchmal ist es ja auch nicht Wissen, was dazu führt. Das heißt, viele Trainings, viele Workshops zu machen, auch Kollaborationen anzubieten mit anderen Stakeholdern im Markt. Das ist so das Mittel, was wir gewählt haben. Eine Zuschauerin fragt, wer oder was ist schneller? Die Gesetzestexte, die von der Politik erlassen werden, oder sind es dann doch die Firmen, die sich selbst das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben? Brauchten die Firmen den sanften Druck oder machen sie das alle ganz von alleine, Herr Seidel? Ich habe ein bisschen Background Noise hier, zu entschuldigen. Ich glaube, es muss sowohl als auch sein. Also wir brauchen Leitlinien der Politik, wir brauchen einen gesicherten Rahmen, aber natürlich in der Umsetzung muss ein gewisser Spielraum da sein, damit die Firmen auch industriespezifisch dann eine schnelle und auch pragmatische Umsetzung herbeiführen können. Daran anschließend würde ich gerne nochmal eine Blitzrunde starten. Und zwar, ich fange jetzt einen Satz an und jeder von Ihnen würde den bitte einmal beenden. Und zwar der Satz lautet, das geplante Lieferkettengesetz der Bundesregierung ist, Frau Bergstein. Ein wichtiger Meilenstein, um Umwelt- und Sozialstandards in Lieferketten durchzusetzen. Herr Philippi? Es ist für uns ein Sorgfaltspflichtengesetz und sollte für alle in der Lieferkette natürlich gelten. Und wir begrüßen dieses Gesetz und arbeiten auch aktiv daran mit. Frau Binder? Wäre für uns eine Unterstützung, um diese Transparenz in Lieferketten, also in den ganzen Lieferketten, einfach zu beschleunigen. Herr Schabert? Sollte eine Grundvoraussetzung sein. Herr Seidel? Sollte für alle Unternehmen gelten. Dann sind wir mal gespannt, wie es dann letztendlich ganz genau ausgestaltet ist. Kommen wir nochmal zu einer Daumen hoch, Daumen runter Runde. Also bei Zustimmung Daumen hoch, bei Nichtzustimmung Daumen runter bitte. Internationale Lieferanten zu überwachen ist im Zuge der Corona-Krise schwieriger geworden. Warum? Ah, da sind noch ein paar unsichere. Warum ist es schwieriger geworden, Herr Schawert? Ich glaube einfach, Sie machen ja, wenn Sie Ihre Lieferanten bereisen oder wenn wir
wenn wir praktisch vor Ort sind und die Transporte dann generieren, die Lieferanten zu produzierenden Unternehmen vorbereiten. Diese Nähe, diese Kontakte, die sie haben, wenn sie vor Ort sind, die gibt es zurzeit einfach nicht, weil durch die Reiseeinschränkungen, die wir haben, gewisse Sachen nicht mehr so gesehen und überprüft werden können, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Wir leben ja gerade in einer sehr digitalen Welt und das behindert das ein bisschen. Ich glaube, da waren wir besser unterwegs im Jahre 2019. Herr Seidel, Sie waren der gleichen Meinung, es ist schwieriger geworden. Warum? Ja, aus demselben Grund. Wir können nicht so leicht unsere Lieferanten besuchen, auch unsere Audits, die wir durchführen, oder Capacity-Building-Projekte, die wir durchführen, sind teilweise schwieriger geworden. Von daher warten wir natürlich alle sehnlichst auf das Ende dieser Krise, damit wir wieder vor Ort auch mit unseren Lieferanten zusammen weiterarbeiten können. Wir tun das natürlich auch digital, aber es ist eben schwierig. Wie läuft das denn dann digital? Muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Sie können schon auch digital, wie wir das jetzt ja auch machen, über eine Zoom-Konferenz mit Ihrem Lieferanten Dinge besprechen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel bei einem Audit gewisse Verbesserungspläne vereinbart haben, dann können Sie das auch digital abverfolgen. Sie können sich Unterlagen schicken lassen, Fotos schicken lassen. Aber es ist natürlich nicht unbedingt das Gleiche, wie man vor Ort ist und im Gespräch vor Ort auch mit den Mitarbeitern das abverfolgen. Die nächste Aussage. Corona-bedingte Lieferengpässe haben uns gezwungen, von unseren Nachhaltigkeitsstandards abzuweichen. Herr Schawert sagt, das war der Fall. Wieso war das der Fall? Was war da passiert? Nein, es ist für mich eine Beobachtung. Wir haben ja letztes Jahr und dieses Jahr erst eine Krise in der Luftfracht erlebt, wo wir keine Luftfrachtkapazitäten mehr haben. Und da ist alles, was fliegen konnte, war in der Luft. Und da wurden auch viele alte Flugzeuge reaktiviert. Ein Stichwort für hier eine 747-100, die einen so hohen CO2-Ausstoß haben, um einfach Ware aus Asien in die USA zu bekommen. Ich möchte nur an die PPE, an die Maskendiskussion im zweiten Quartal von letzten Jahr erinnern. Was wir jetzt erleben, ist in der Seefracht eine Kapazitäts- und Containerkrise, wo wir gerade, was die Trade Lanes angeht, von Asien in die USA Probleme haben und sehr lange Laufzeiten, sehr hohe Raten haben. Und hier ist auch im Wasser, die Reedereien sprechen davon, dass alles, was schwimmt, auf dem Wasser zurzeit ist. Und da sind auch Schiffe bei, die in einer gewissen Art und Weise in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr eingesetzt werden sollten. Mhm. Und es ist einfach zurzeit eine Krise aus meiner Sicht, die bei vielen Diskussionen, die wir mit Kunden noch haben und die auch gute Diskussionen sind, wie man CO2 reduzieren kann in der Lieferkette, sage ich jetzt mal, oder in der Transportkette, zurzeit einfach nicht umsetzbar sind, weil es keine Möglichkeiten gibt, etwas zu tun. Mhm. Frau Bergstein, Sie haben gesagt, nee, das ist bei uns nicht passiert. Also fahren Sie dann lieber die Produktion runter, als einmal Nachhaltigkeitsstandards zu verletzen? Ich glaube, das eine und das andere hat sich in keiner Weise bei uns ausgeschlossen. Also wir haben im Prinzip die Produktion, wo es ging, lief die Produktion weiter, wo Fabriken geschlossen werden mussten. Wegen Corona richtigerweise wurden sie geschlossen, aber wir haben den Lieferanten auch wirklich geholfen, dass sie Orders später schicken konnten. Also wir haben zum Beispiel keine Aufträge storniert. Also uns war es sehr, sehr, sehr wichtig, weiterhin ein guter, verlässlicher Partner vor Ort zu sein. Also da haben wir schon unser Menschen möglichstes getan. Und wir haben auch sehr viel investiert darin, Lieferanten zu begleiten. Also auch in dieser Frage, was passiert, wenn ich eine Fabrik schließen muss? Wie kümmere ich mich um die Mitarbeiter der Fabrik? Wir sprechen ja über Länder, in denen das sehr herausfordernd war. Und da haben wir schon sehr, sehr viel investiert und sehr eng begleitet. Hier kommt noch eine neue Frage, und zwar, wie kann eine Transformation klappen, wenn der Kern der Wertschöpfung unnachhaltig ist, also beispielsweise durch die Nutzung von Paraffin bei Cremes oder bei dem Kaffeeanbau Primärwälder abgeholzt werden müssen, weil der Kaffee ja auch irgendwo angebaut werden muss. Wie geht man denn damit um? Muss dann nicht das komplette Geschäftsmodell auch verändert werden, Frau Binder, weil hier auch das Beispiel mit den Cremes und dem Paraffin angesprochen war? Sie haben es im Prinzip mir schon das Wort aus dem Mund genommen. Es geht um eine Transformation. Es geht genau um diese Veränderung. Ich meine, es gibt ja schon sehr viel grüne Natur. Also Naturkosmetik ist ja der Trend in Deutschland sowieso, in der sehr nachhaltig mit den Inhaltsstoffen alles überwacht wird und dass eben genau diese Sachen, die durchaus im Verruf sind, eben nicht mehr drin sind. Das ist eine Transformation. Da steckt natürlich auch Forschung dahinter, ganz klar. Da brauchen wir auch starke Allianzen. Aber letztendlich muss es das Ziel sein. Ich denke, davon sind wir alle überzeugt und deshalb sind wir auch überzeugt davon, dass wir da hinkommen.
Aber die Leute, die jetzt nicht die Naturkosmetik haben wollen, bieten Sie für die dann irgendwann nichts mehr an? Wir sind uns sicher, dass wir in der Lage sind, die Qualität in Zukunft auch so zu bieten, auch nachhaltig, wie wir sie heute bieten. Genau, nochmal eine Zustimmungsrunde, Daumen hoch, Daumen runter. Durch die Corona-Krise konnten wir unseren CO2-Fußabdruck verringern. Okay, Herr Schabert, in welchem Ausmaß ist das passiert? Genauen Prozentzahlen kann ich im Kopf jetzt nicht sagen, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, wir haben einfach wesentlich weniger Mengen transportiert. Also wir haben starke Einbrüche gehabt, das konnte man über das Jahr verfolgen, im zweistelligen Bereich. Und dadurch haben wir einfach weniger CO2 oder die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir sind ja selber, bei mir im Bereich haben wir ja keine Flugzeuge oder Schiffe, sondern arbeiten mit Fluggesellschaften und Reedereien zusammen. Da ist einfach weniger bewegt worden im letzten Jahr. Und dadurch ist praktisch auch der CO2-Ausstoß weniger geworden. Und wenn wir jetzt nicht allein durch das, es wurde weniger bewegt, den CO2-Fußabdruck reduziert hätten, was will denn die Deutsche Post zukünftig machen, um den CO2-Fußabdruck noch weiter zu drücken? Also wir arbeiten einmal zusammen mit unseren Partnern und Kunden. Bei den Partnern ist es halt so, dass wir da auf technische Neuerungen zusammen mit den Partnern drängen. Also jetzt effizientere Flugzeuge mit besseren Triebwerken, Schiffe, die auch mit LNG, also mit Gas betrieben werden. Und dass wir unseren Kunden dann transparent zeigen, welche Möglichkeiten sie bei der Auswahl der Transportdienstleistung auch haben. Das hat dann manchmal den Nachteil, dass der Transport etwas länger dauert, weil sie zum Beispiel mit einer moderneren Flotte in der heutigen Zeit eher über Dubai oder Doha fliegen und nicht direkt von Deutschland nach Asien als Beispiel. Und das sind halt so Trade-offs, die sie mit ihren Kunden gemeinsam diskutieren müssen. Und da sehen wir auch, dass es da sehr viel Entwicklung gibt und dass auch Kunden immer ansprechbarer sind, um solche Themen auch wirklich vertieft zu behandeln. Auf der Seite unserer eigenen unsere Flugzeugflotte im Expressbereich, eine Schwesterdivision von meinem Bereich, da ist es einfach so, dass wir hier auch in modernere Flugzeuge investieren. Wir haben jetzt gerade praktisch die modernsten Frachter gestellt, die es jetzt halt auf dem Markt gibt, mit sehr auch mit Triebwerken, die sehr nachhaltig funktionieren, immer noch zu viel ausstoßen. Und deswegen investieren wir jetzt und forschen noch sehr stark im Bereich von synthetischen Treibstoff. Und weil wir sehr stark glauben, dass das im internationalen Bereich der große Durchbruch sein wird. Da haben Sie ja eben bestimmt auch interessiert zugehört, als die Technikvorständin von Airbus vom Wasserstoffflugzeug berichtet hat. Herr Seidel, Sie hatten eben auch den Daumen oben. Wie hoch war denn die CO2-Reduktion bei Puma während der Corona-Krise und warum? Ähnliche Gründe. Wir sind natürlich auch viel weniger geflogen. Also unsere Mitarbeiter sind weniger geflogen. Wir haben auch unsere Produkte weniger geflogen. Genaue Zahlen kann ich da auch noch nicht nennen. Da sind wir noch gerade dabei, die Daten zu erheben. Ja, aber wir werden natürlich auch weiterhin unabhängig von der Corona-Krise unsere Programme zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks voranbringen. Und wir haben beispielsweise mit unseren Lieferanten in Asien schon Programme zur Implementierung von erneuerbaren Energien, teilweise große Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Und da sehen wir natürlich auch nachhaltige, im anderen Sinne des Wortes, nachhaltigere Lösungen, wie der CO2-Fußabdruck über die Implementierung von erneuerbarer Energie langfristig und auch gesenkt werden kann. Genau, Sie haben es gerade schon angedeutet. Puma hat sich ja vorgenommen, zwischen 2017 und 2030 den CO2-Fußabdruck in den eigenen Betrieben, der eigenen Produktion um 35% zu senken und dann den CO2-Fußabdruck in der Lieferkette um 60% relativ zum Umsatz. Das ist ja ganz schön viel. Ist da besonders viel Spielraum drin oder wie kommt es zu dieser doch sehr hohen Zahl, die Sie da reduzieren wollen? Die Zahl ist deswegen so hoch, weil wir ein sogenanntes Science-Based-Target gesetzt haben. Das heißt, wir haben ein Ziel gesetzt, das auch den Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens entspricht. Und da hat sich das Ziel nicht so sehr daran orientiert, was wir denn leicht erreichen können, sondern was eben erreicht werden muss, um die Vorgaben des Pariser Abkommens hier zu implementieren. Und deswegen ist es eben gerade so wichtig, auch erneuerbare Energie in die Lieferkette hereinzutragen. In Ländern wie Deutschland ist es ja möglich, über Grünstrom beispielsweise relativ leicht die Emissionen zu senken. Aber das Gleiche müssen wir natürlich in Produktionsländern wie Vietnam, wie Bangladesch jetzt auch hinbekommen. Und da sind wir mit ganz vielen Branchenvertretern auch gerade dabei,
hier was in Bewegung zu bringen. Aber wie funktioniert das denn konkret? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie beziehen zum Beispiel von der Baumwollfarm in Vietnam Baumwolle und da steht vielleicht ein Solarpanel, aber wie wollen Sie denn kontrollieren, ob das nicht vielleicht kaputt gegangen ist und jetzt im Hintergrund doch wieder der Dieselgenerator läuft? Na, die Baumwollfarm ist vielleicht nicht der richtige Ansatzpunkt. Wir haben natürlich unsere großen Schuhfabriken beispielsweise in Vietnam. Und da sehen wir dann schon, das sind ja auch große Investments, wenn Sie da eine Megawattstunde, zwei Megawattstunden Peak-Solaranlagen aufbauen, haben die Hersteller natürlich auch ein Interesse, ein Return on Investment zu bekommen, also sprich die Elektrizität dann auch zu verwenden. Da arbeiten wir beispielsweise auch mit der GIZ zusammen. Teilweise haben wir auch Programme mit der Weltbank, IFC in Bangladesch. Also das sind schon solide und seriöse Programme und nicht unbedingt ein Baumwollbauer, der sich irgendwo mal eine einzelne Solaranlage aufbaut oder Solarzelle. Herr Filippi, noch eine Frage an Sie. BMW hat ja jetzt gerade bekannt gegeben, Aluminium beziehen zu wollen, das durch Solarstrom geschmolzen wird und damit Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Ist sowas bei Audi auch geplant? Also ich sag mal, Solarenergie ist ja nicht die einzige Energie, die umweltfreundlich ist. Also es gibt zum Beispiel auch Wasserkraft. Also wir setzen zum Beispiel auch viel Aluminium ein, welches eben dann CO2-neutral über Wasserkraft hergestellt wird. Natürlich ist es bei uns auch eine Option und grundsätzlich ist einfach die Ausrichtung, dass wir bei der Herstellung unserer Bauteile, die wir beziehen, einfach darauf achten, dass wir möglichst viel Grünstrom auch nutzen, weil das ist meistens einfach der Stromverbrauch der größte Treiber beim Thema CO2. Wenn wir von Alu mal auf die Batterierohstoffe gehen, ich meine, die Batterie macht irgendwann sozusagen die Hälfte des CO2-Rucksacks eines Fahrzeugs aus über die gesamte Wertschöpfungskette. Da haben wir natürlich einen großen Hebel und haben jetzt natürlich mit all unseren Batterielieferanten eben auch schon im Lastenheft vereinbart, dass Grünstrom genutzt werden muss. Ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich in der Herausforderung, auch von den Kosten her. Aber das sind die Schritte, die wir gehen. Und wir hören natürlich nicht bei den Batterien auf, sondern tragen das in die Breite mit einem eigenen CO2-Programm in der Lieferkette. Wie ist es bei Ihnen, Frau Binder, bei L'Oréal? Inwiefern spielt da auch der CO2-Fußabdruck der Lieferanten eine Rolle? Zum Ersten haben wir angefangen, uns selbst zu transformieren tatsächlich und arbeiten da noch weiter an unserer CO2-Neutralität und rollen das jetzt genau aus, auch an unsere Lieferanten. Auch hier wieder dieses zweigleisige System, zum einen diese Vorschriften zu machen, aber zum anderen eben auch aufklären, weil vieles natürlich darüber läuft. Und das sind die zwei Initiativen, die wir hier verfolgen, mit unserem Ziel, das 2030 um 25% bei unseren Lieferanten zu reduzieren. Wie machen Sie das jetzt zunächst mal bei sich, bei L'Oréal? Welche konkreten Schritte gibt es da, um L'Oréal klimaneutral zu machen? Also unsere Standorte, also Produktionsstandorte, auch die Distribution Centers. Wenn ich jetzt nur von Deutschland rede, sind wir sehr weit. Also ich glaube, da haben wir dieses Jahr schon eine gute Nachricht, was CO2-Neutralität angeht. Und weltweit ist unser Ziel, dass wir alle unsere Standorte bis 2025 CO2-neutral haben. Und da sind wir auch ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Aber wie machen Sie es? Also, dass Sie sehr zuversichtlich sind, ist schön, aber wie genau machen Sie es? Ich dachte, das wäre bekannt, wie man das macht. Entschuldigung. Das ist letztendlich, stellen wir auch erneuerbare Energien um. Moment, heißt, Frau Binder. Ein ganz kurzer Moment. Wir haben hier gerade ein technisches Problem. Es hat gerade sehr gekratzt in der Leitung. Versuchen Sie es nochmal. Hallo? Ja, jetzt. Ist besser. Ja, viel besser. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wie werden wir CO2-neutral? Genau, wie machen Sie es? Zum einen haben wir zum Beispiel überall dort, wo wir neue Gebäude bauen, Solarpaneele drauf. Wir haben die Fabrik in Karlsruhe, ist alles mit Solarpaneelen ausgestattet. Wenn wir Strom beziehen, dann stellen wir sicher, dass der im Umkreis von 500 Kilometer produziert wird und grün produziert wird. Das sind so die Ansprüche, die da in der CO2-Neutralität drin sind, die wir nachweisen müssen, um das Zertifikat zu bekommen. Eine Frage an Frau Bergstein. Inwiefern nutzt Tchibo denn auch recycelbare Materialien für seine Produkte, vor allen Dingen die Kleidungsprodukte natürlich? Genau, also wir haben sowohl in den Textilien als auch in den Hartwarenprodukten schon einen Einsatz von etwa 20% an recycelten Materialien und haben das Ziel, dass bis
2025 im Textil auf 100% hochzuschrauben. Und in der Hardware brauchen wir wahrscheinlich noch 2-3 Jahre länger. Das heißt, für uns ist das Thema von, also der Einsatz von Rezyklaten ein absolut essentielles Thema im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Und wie stellen Sie denn da sicher, weil ich meine, Recycling ist ja dann oft auch mit chemischen Prozessen verbunden, die ja vielleicht dann auch wieder nicht so richtig gut für die Umwelt sind. Inwiefern geht man da dann wirklich auch nochmal gezielt rein und schaut sich an, wie wird denn recycelt? Also was wir haben, also unsere Strategie ist so, dass wir haben eine sogenannte, ich nenne es mal Detox-Strategie, und da geht es eigentlich darum, dass wir entlang unserer Lieferketten geschaut haben, wo haben wir möglicherweise negative Auswirkungen, egal ob es jetzt Recycling oder eben andere Prozesse sind, mit Blick auf Chemikalien, auf die Umwelt, und haben da entsprechende Strategie aufgebaut, wie wir mit solchen Hotspots umgehen. Und wenn wir etwas finden, dann ist die Strategie so, wir arbeiten immer mit den Fabriken, dass sie den Einsatz von Chemikalien möglichst minimieren und helfen ihnen auch, auf ökologischere Varianten umzustellen. Mhm. Und wir engagieren uns auch stark in den Flussgebieten, wo es möglicherweise Herausforderungen gibt, dann auch mit anderen Unternehmen zusammen und haben damit eigentlich auch einen großen Anteil unserer Nassprozesse optimiert, also ökologisch optimiert. Sie haben eben auch schon mal angesprochen, Frau Bergstein, dass Sie auch verschiedene Produkte zertifizieren lassen. Wer von Ihnen in der Runde arbeitet denn mit externen Zertifizierungen auch? Wird hier auch noch mal von unseren Zuschauern gefragt. Wahrscheinlich alle. Und wonach sucht man die aus? Weil das ist ja auch immer so eine Frage. Welche Standards folgen die denn? Frau Bergstein, gerne. Also vielleicht, das ist eine Debatte für sich, aber vielleicht nur in einem Satz. Was uns bei der Auswahl von Zertifizierungen sehr wichtig ist, ist, dass immer eine unabhängige, auch kritische Organisation irgendwie involviert ist. Es geht schon wirklich um Third Party. Und optimalerweise ist die Zivilgesellschaft irgendwo mit integriert. Die Eingangsfrage an die Zuschauer war ja, ob Sie glauben, dass Lieferketten bis zu den Rohstoffen nachvollzogen werden können. Sie waren ja sehr optimistisch, was mich tatsächlich gewundert hat. Wie überzeugt man denn den letzten Rest, sage ich mal, die jetzt da nicht so optimistisch sind, dass man es doch hinkriegt? Also was sagen Sie Verbrauchern? Gerne in dieser Abschlussrunde nochmal jeder einen Satz. Was sagen Sie Verbrauchern, um sie zu überzeugen, ja, wir können das alles nachvollziehen? Frau Binder. Also wir würden sicher nicht behaupten, dass das Ganze einfach ist, aber wir haben natürlich an verschiedenen Beispielen schon bewiesen, dass es möglich ist, und werden das genauso weiterverfolgen, bis wir die 100% haben. Herr Schawat? Also wir haben als Unternehmen eine soziale Verantwortung auch für die Gesellschaft, und deswegen werden wir an diesem Thema weiterarbeiten, um es umzusetzen. Herr Seidel? Wir haben es für manche Rohstoffe schon geschafft, Baumwolle beispielsweise, gerade auch mit Brancheninitiativen, und bei anderen Rohstoffen arbeiten wir noch dran, aber auch wir sind zuversichtlich, dass wir es hinbekommen können. Frau Bergstein? Wir haben auch schon einiges an Transparenz. Wir glauben, es geht noch mehr. Ich möchte aber ein Plädoyer aussprechen. Es ist besser, nur 80% Transparenz zu haben, aber dafür sehr viel in Wirkung und Umsetzung zu investieren. Ich glaube, da ist den Menschen vor Ort mehr geholfen und der Umwelt. Herr Philippi? Also zum einen, warum schaffen wir das? Weil das unser Ziel ist. Das sind unsere Standards, die wir uns selbst gesetzt haben und die wir auch in der kompletten Lieferkette sehen wollen. Ja, das heißt, es ist unser Anspruch. Aber, da gebe ich auch Frau Bernstein recht, das ist ein Thema, was wir nur gemeinsam wirklich schaffen können. Und das ist dann eine Hand in Hand von unseren Partnern, den Lieferanten, der Gesellschaft, aber eben auch der Politik, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, um das entsprechend dann auch wirklich umsetzen zu können. Noch eine allerletzte Frage, weil die hier wirklich sehr viele Leute interessiert in unserer Umfrage. Wer von Ihnen besitzt denn ein Fairphone? Also ein nachhaltig hergestelltes Smartphone? Niemand. Okay, ja, ist auch eine Antwort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese doch sehr abwechslungsreiche Fragerunde. Ich bedanke mich auch, dass Sie so gut mitgemacht haben mit Zustimmung und Nichtzustimmung. Und ich finde, Sie haben sich wirklich gut geschlagen. Das war nicht immer ganz einfach. Vielen herzlichen Dank.